Wie das Kind zum Affen wurde. Am Rande eines Waldes lebte früher einmal eine Großmutter mit ihrem Enkelkind. Die Arbeit der alten Frau war das Weben. Jeden Tag ging sie und half Leuten, die Baumwolle auf dem Felde zu pflücken. Wenn es dämmerte, kam sie mit der Baumwolle, die sie von dem Besitzer des Feldes als Lohn für ihre Mühe empfangen hatte, nach Hause. Abends reinigte sie dann die Baumwolle, spann sie und webte Sarongs daraus. Diese verkaufte sie, um Essen für sich und ihre Enkelkind zu kaufen. Eines Abends, als sie gerade beim Spinnen des Garns war, kam ihr Enkel und bat quengelnd um Essen. Die alte Frau stand schnell auf, ging in die Küche und kam gleich mit einer Kokoschale Reis zurück. Sie gab den Reis ihrem Enkelkind, doch dieses warf ihn zornig auf den Boden. Geduldig hob die Großmutter die hingeworfene Kokoschale auf und ging in die Küche, um Zucker für ihren Enkelkind zu holen. Schnell warf es aber auch den Zucker weg. Sein Weinen wurde heftiger. Er zankte und rollte sich auf den Boden. »Was willst du denn?« fragte die alte Frau. »Ich will gebratenen Mais essen.« »Der gebratene Mais ist alle«, antwortete die Alte und setzte ihre Arbeit fort. Das Weinen des Kindes wurde heftiger und es war kaum zu beruhigen. Weil die Großmutter das nicht endende Weinen des Kindes nicht mehr hören konnte, brachte sie den Spinnenrock in die Küche und spann dort weiter. Das Verhalten der alten Frau ließ den Zorn des Enkelkindes noch mehr wachsen. Es ging in die Küche und rollte sich quengelnd auf den Boden. Da schwand die Geduld der Frau, und sie griff nach einem hölzernen Reislöffel und schlug damit auf den Kopf ihres Enkelkindes. Einen Augenblick später war aus dem Kind ein Affe geworden. Als das Kind merkte, dass es zum Affen geworden war, sprang es auf die Hütte und schrie: »Ich will keinen Zucker und keinen gebratenen Mais mehr. Jetzt mag ich nur noch die Früchte des Waldes und Wasser oben von den Korallen.« Voller Reue wollte die Alte das Kind beruhigen. »Komm, mein geliebter Enkel, ich werde dir Mais und Zucker geben. Mais ist da, Zucker ist da, komm, iss, so wie du willst.« Doch der Affe sprang schnell in den Wald hinein und verschwand. Aus diesem Grund dürfen auf der Insel Roti die alten Leute den Kindern nicht mit einem hölzernen Löffel auf den Kopf schlagen.